Hallo Leute, heute geht's um die Themen und Interpretationsansätze von Georg Büchners Drama Woyzeck. Starten wir. Im Woyzeck lassen sich vier Themengruppen finden, die wir uns gemeinsam ansehen. Beginnen wir mit der Eifersucht. Sie ist eines der Hauptmotive des Dramas, weshalb Woyzeck auch eine Eifersuchtstragödie genannt wird. Die äußere Handlung der Eifersuchtstragödie lässt sich in wenigen Worten zusammenfassen. Woyzecks Geliebte Marie betrügt ihn mit dem Tambourmajor. Woyzeck erfährt von der Affäre und wird eifersüchtig. Da er sich gegen seinen Rivalen nicht durchsetzen kann, steigert sich seine Eifersucht so sehr, dass er Marie tötet. Die innere Handlung ist aber weitaus komplexer. Wie konnte es überhaupt zur Affäre kommen? Es gibt mehrere Ursachen. Woyzeck und Marie, die ein uneheliches Kind haben, werden von ihrer Umwelt, zum Beispiel dem Hauptmann und der Nachbarin Margret, Vorwürfe gemacht. Sie seien untugendhaft und würden sich moralisch verwerflich verhalten. Diese diskriminierenden Äußerungen schwächen die Beziehung zwischen Woyzeck und Marie. Außerdem ist Marie mit ihrem Leben, auch auf sexueller Ebene, nicht zufrieden. Woyzeck ist arm, selten für sie da, sowie körperlich und psychisch geschwächt. Der Tambourmajor hingegen, der als körperlich stark und attraktiv dargestellt wird, ist für Marie die Hoffnung, ihren Wunsch nach Sinnlichkeit und einem unkomplizierten Leben erfüllen zu können. Der erste Hinweis auf die Affäre sind die Ohrringe, die Woyzeck bei Marie sieht. Sie leugnet deren wahren Ursprung mit einer unglaubwürdigen Notlüge, die Woyzecks Eifersucht weckt. Der Hauptmann stachelt mit seinen Kommentaren zu einer möglichen Untreue Maries dieses Misstrauen weiter an. Nachdem Woyzeck Marie und den Tambourmajor beim Tanzen beobachtet und bei einer Prügelei mit dem Letzteren verliert, sieht Woyzeck keinen anderen Ausweg mehr, als Marie zu töten, um sie damit für ihre Untreue zu bestrafen. Das Bedürfnis, Marie zu töten, wird durch Woyzecks psychische Probleme verstärkt. Schon in der ersten Szene, Freies Feld, die Stadt in der Ferne, wird deutlich, dass sein Geisteszustand angegriffen ist und Verfolgungswahn ihn beeinträchtigt. Er leidet unter Wahnvorstellungen bzw. Halluzinationen und hört Stimmen. Genau diese Stimmen befehlen ihm auch den Mord an Marie. Es ist also auch der Wahnsinn, der nicht nur zu Woyzecks Isolation von den anderen, sondern schlussendlich zum Mord führt. Daher stellt sich die Frage, inwiefern Woyzeck aufgrund seines psychischen Zustands überhaupt zurechnungsfähig und dadurch schuld- und straffähig ist. Das Drama beruht auf dem historischen Woyzeck-Fall, mehr dazu in unserem Video zur Entstehungsgeschichte von Woyzeck, und rund um diesen Fall wurde die Frage nach der Zurechnungsfähigkeit des Täters gestellt. Es gab zwei medizinische Gutachten, die dem historischen Woyzeck die volle Verantwortung für seine Taten attestierten. Nach der Hinrichtung Woyzecks kam eine große Debatte auf, inwiefern der psychisch kranke Woyzeck aber tatsächlich schuld an seiner Tat sein konnte. Und so wird auch im Drama Woyzeck die Frage aufgeworfen: Wer ist schuld an Maries Tod? Woyzeck, sein Wahnsinn oder seine Umwelt? Das Thema Schuld ist eng mit den Themen Gewalt und Gesellschaft verknüpft. Fraglos begeht Woyzeck eine Gewalttat, als er Marie ermordet, und wird dadurch schuldig. Doch der Täter Woyzeck ist selbst ein Opfer, nämlich ein Opfer von Gewalt. Gewalt tritt im Woyzeck in verschiedenen Erscheinungsformen auf. Körperlich mit Prügeleien und dem medizinischen Experiment, aber vor allem verbal mit Streit, Drohungen, Demütigungen und aggressiven Äußerungen. So wird Woyzeck vom Hauptmann verspottet und bedroht. Der Doktor übt nicht nur verbale Gewalt aus, indem er Woyzeck verhöhnt und öffentlich demütigt. Seine medizinischen Experimente sind körperliche Gewalt, die sowohl Woyzecks körperliche wie auch geistige Gesundheit ruinieren. Andres, der Freund Woyzecks, übt indirekt Gewalt aus, weil er Woyzeck sich selbst überlässt und sich nicht bemüht, ihn zu verstehen. Der Tambourmajor wird gegenüber Woyzeck körperlich und verbal gewalttätig. Maries Untreue ist ebenfalls eine Form von Gewalt gegenüber Woyzeck. Schließlich wird das Opfer Woyzeck aber selbst gewalttätig, als er Marie tötet. Das Thema Gewalt ist im Drama also ständig präsent, denn für Georg Büchner ist die Problematik der Gewalt ein zentrales Thema. Für ihn ist die Gesellschaft zu seiner Zeit der Restaurationsperiode, ca. 1815 bis 1830, und die im Woyzeck ein System der Gewalt. Daher ist nicht nur Woyzeck ein Opfer von Gewalt, sondern alle, die ihm gegenüber gewalttätig werden, sind in dem System der Gewalt gefangen.
alle sind Opfer der sozialen Gewalt, die durch die Kluft zwischen Arm und Reich entsteht. Die oberen, herrschenden, mächtigen Schichten, repräsentiert durch den Hauptmann und den Doktor, unterdrücken, demütigen und verurteilen die unteren sozialen Schichten. Es geht Büchner also darum, die Ausbeutung der sozial Schwachen durch die Wohlhabenden aufzuzeigen. Büchner vertritt außerdem die Meinung, dass die äußeren Umstände, wie Ausbeutung und Armut, das Verhalten der Menschen bestimmen, was man auch Determination oder Determinierung nennt. So ist Woyzecks Verhalten auch durch seine gesellschaftliche Unterlegenheit und seine soziale Not bedingt, beziehungsweise determiniert. Woyzeck, stellvertretend für die gesamte untere Schicht, steht dem Elend und der Not jedoch wehrlos gegenüber. Die Unterschicht ist sich nicht bewusst, eine soziale Klasse zu bilden und kann sich nicht über ihre Lage verständigen, was uns zum nächsten Thema führt, der Sprachlosigkeit. Sieht man sich die Dialoge im Woyzeck genauer an, fallen zwei Dinge auf. Zum einen verstummen die Figuren häufig, wenn sie sich unter Druck fühlen oder von ihrer Umwelt Gewalt erfahren. Zum anderen reden die Figuren vielfach aneinander vorbei. Es sind keine auf Augenhöhe geführten Gespräche, sondern meistens ungleichberechtigte Dialogpartner. Der Dialogpartner erlaubt oft keinen Widerspruch oder es fehlt jegliches Verständnis für den anderen. Das wird zum Beispiel in den Szenen zwischen Woyzeck und dem Hauptmann bzw. dem Doktor deutlich. Beide lassen Woyzeck nicht wirklich zu Wort kommen und nutzen dessen verbale Unterlegenheit aus, um ihn schließlich verstummen zu lassen. Auch zwischen Marie und Woyzeck kommt es zu keinem klärenden, ernsthaften Gespräch. Eine wahre Kommunikation findet nicht statt. Es herrscht Verständnis und Sprachlosigkeit. Aufgrund dieser Sprachlosigkeit können sich die Angehörigen der unteren Schicht auch nicht über die Gewalt und Ausbeutung, die sie erfahren, austauschen. Das einfache Volk hat dadurch keine Stimme, um sich gegen die Reichen und Mächtigen aufzulehnen. Diese Sprachlosigkeit verursacht außerdem eine zunehmende Isolierung der Menschen. Die Einsamkeit wird am Beispiel Woyzecks verdeutlicht. Woyzeck isoliert sich zunehmend von seiner Umwelt. Sein gesellschaftliches Umfeld, Hauptmann, Doktor, Andres, versteht ihn nicht und verhält sich ihm gegenüber aggressiv oder gleichgültig. Selbst sein Freund Andres distanziert sich immer mehr von Woyzeck und entzieht sich den Gesprächen mit ihm, da er mit dessen Zustand überfordert ist. Durch Maries Untreue verliert er seinen letzten Halt. Er hat nichts auf der Welt. Der Mord an Marie hat schließlich Woyzecks vollständige soziale Isolierung zur Folge. Als er sich in der letzten Szene seinem Sohn annähern möchte, wendet sich dieser von ihm ab und schreit. Mit diesem Bild endet das Drama mit der völligen Vereinsamung der Hauptfigur. Kommen wir abschließend noch einmal zur Schuldfrage zurück. Wie konnte es zum Mord an Marie kommen und inwiefern ist Woyzeck schuldig? Es kommt zur Katastrophe, weil Woyzeck durch seine innere und äußere Determination zu der Tat getrieben wurde. Innere Determination meint dabei Woyzecks Wahnsinn, seine Sprachlosigkeit, seine erlebten Demütigungen und seine Einsamkeit bzw. seine zunehmende Isolation. Äußere Determination meint seine soziale Not, den gesellschaftlichen Druck, der auf ihn ausgeübt wird, sowie die körperliche und verbale Gewalt, die er durch die Gesellschaft erfahren muss. All diese Faktoren treiben ihn zum Mord, weshalb seine Umwelt, Hauptmann, Doktor, Marie, Tambourmajor, Andres und schlussendlich die gesellschaftlichen Missstände mitschuldig an Maries Tod sind. Klar soweit? Im nächsten Video geht's weiter mit der Sprache im Drama Woyzeck. Tippe oder klicke hier links. Darunter findest du unsere große Woyzeck-Playlist. Abonnieren, Daumen hoch und Videoteilen freut uns. Bis bald und ciao.